Oh, heute ist bei mir mal wieder Unboxing Day, so wie fast jeden Tag, weil der Postbote kommt immer mal wieder. So, jeden Tag kommen eigentlich Pakete, weil ich einfach nur ein bisschen kaufsüchtig bin. Und diesmal habe ich mir, ich habe mir was bei Amazon bestellt. Zack, weg damit. Escape Zombie City. Das musste ich mir bestellen. Und es ist sogar, warum auch immer, eine Soundtrack-CD dabei. Das Licht ist nicht so gut, weil es schon etwas später Abend ist. So, ein Spiel von Queen Games. Dann packen wir das auch direkt mal aus. Was soll denn das? Oh, das sieht schon mal ganz nice aus. So. Das ist von diesen Karten her wie Zombies gemacht. Das finde ich schon ganz gut. Was ist es? 2 bis 4 Spieler, ab 10 Jahre, 20 Minuten. Geht also relativ schnell alles. Kartenabschnitte gibt's. So, dann gucken wir da doch auch gleich mal rein. Was soll denn das? Na komm schon, geh auf, Freund. So. Escape Zombie City. Hier haben wir die die Spielanleitung. Hier hat man seine wundervollen Kämpfer, die ziemlich einfach nur. Ein Bus. Ich denke mal, der Bus wird. Ich habe keine Ahnung, ob es so ist wie bei Zombies. Bei Zombies ist es ein Helikopter. Aber damit muss ich mich nochmal befassen. Sieht schon mal richtig gut aus und es war richtig günstig, davon mal abgesehen. Es hat, glaube ich, 25 oder 28 Euro gekostet. Ich werde euch das auf jeden Fall unten verlinken. Ist klar, so wie immer in all meinen Videos. Jetzt will ich euch das erstmal nur zeigen, wie das Spiel aussieht oder wie der Inhalt von dem Spiel aussieht. Hier hätten wir schon mal die, zack, zack, die Kartenteile zum Auslegen. Vom Prinzip her ist es genau wie Zombies, nur dass die Kartenteile halt wesentlich dicker sind. Hier hinten weiß ich nicht, was das bedeutet, aber es ist nicht so schlimm, upsala. Bei Zombies sind die Kartenteile halt so sehr dünn wie Papier, halt einfach nur so wie sowas hier. Hier haben wir noch mehr Kartenteile. Hier haben wir einmal, bei Zombies steht es wenigstens dran, keine Ahnung, hier sind einfach nur Straßenteile. Hier ist sowas wie ein Park. Irgendwelche komischen Zombies. Das könnte eine Autowerkstatt sein. Das scheint ein Einkaufszentrum zu sein, ja. So, upsala, jetzt fällt hier auch noch alles um. Einfach mal ein bisschen schwer. Dann gehe ich es mal da zur Seite. Okay, hier haben wir sowas wie Waffen, Chips, Verbandskästen, was zu essen, Brecheisen, Benzin, Räder. Hier ist dieses Busplättchen, hier ist ein Reifen, was soll man auch mit einem Reifen machen, ich weiß nicht. Hier ist schon einer rausgefallen, wo ist er hin? Da ist er. Zack, den quetsche ich hier einfach mal wieder rein, diesen komischen Football-Zombie. Okay, das finde ich schon mal ganz praktisch. Hier ist so eine wundervolle schwarze Tasche rein bei, wo man die Chips und sowas reinmachen kann am Ende. Hier ist eine Audio-CD. Eine Audio-CD? Wofür ist eine Audio-CD? Escape Zombie City Soundtrack 1. Escape Zombie. Ne, die werde ich mal ausprobieren. Das ist. Okay. Hier haben wir die ganzen Würfel. Zombies. Das ist wahrscheinlich Angriff, Waffen. Noch mehr komische Zombie-Gesichter. Oh, cool. Noch mehr Tütchen. Auch sehr geil, dann braucht man sich die nicht kaufen, weil ich verpacke gerne alles am Ende in Tütchen. Dann haben wir hier komische Chips, wo wir wahrscheinlich diese Zombie-Marker da drauf setzen können. Hier haben wir den Bus und die. Und hier haben wir einfach noch ein paar Karten. Ja, die packe ich jetzt nicht aus, das mache ich dann alles, wenn ich mit meinen Compadres das erste Mal spiele. Jetzt habt ihr erstmal den Inhalt gesehen. Sieht auf jeden Fall recht nice aus. Ich werde mir gleich mal den Soundtrack antun. Ich wünsche euch noch
einen wunderschönen Tag. Bis denn dann. Ciao.